So, da wären wir auch schon. Kann ich euch das Deck auf jeden Fall mal besser vorstellen. Weisheit der Ahnen ist später mächtiger. Und Eisstachel kann ich später auch mehr anfangen. Der wilde Arschländer darf ruhig bleiben. So, gucken wir mal, was uns erwartet. Jetzt brauchen wir den noch nicht rauszuhauen. Der soll eher eine kleine Überraschung sein. Zum Gruße, Bürger. Das Gute ist, wir haben den Mundusstein gleich von Anfang an auf der Hand. Es gibt einen Plan. Es gibt immer einen Plan. Die bringt uns jetzt eher weniger. Okay, gucken wir mal, was die macht. Wenn eine verbündete Kreatur stirbt, erhältst du eine Gesundheit. Ja, der möchte gegen sein Ende gegenarbeiten, sage ich das mal so. Das gefällt uns natürlich nicht, nein. Das gefällt uns nicht. Gehen wir hier doch mal rein und leider trifft es das Gesicht und nicht das, was wir wollen. Spielen jetzt aber mal den Mundusstein schon mal aus. Wenn wir dann die königliche Weise spielen, kriegt die wenigstens auch mal einen Buff. Aber jetzt mit der grausamen Feuerblüte ist das ein bisschen doof. Mister, ich lebe, um zu dienen. Jetzt baut das Feld auf. Okay, wir müssen sie leider raushauen. Das ist halt sehr, sehr schade. Aber durch den Mundusstein hat es jetzt wenigstens Sturmangriff bekommen. Was sehr praktisch ist. Mit der Karte arbeitet er auch richtig schön dagegen, gegen unseren Schaden, den wir austeilen. Jetzt zieht er ständig Karten nach, durch die hier. Ständig, wenn eine von seinen Kreaturen stirbt, zieht er eben eine nach. Jetzt haben wir die nächste Atromantin gezogen. Ist nicht so toll. Okay, spielen wir die hier einfach mal wieder aus. Die hat jetzt Entzug bekommen. Ihr Effekt ist leider nicht ausgelöst worden, ist klar. Die Wasser des Lebens. Die Wasser des Lebens. Sieht ziemlich tot aus. Tötet sie alle. So, wir haben den Eissturm gezogen, was genau die richtige Karte jetzt ist. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass er nicht irgendwelche Karten nachzieht. Gut. Also jetzt haben wir die Kontrolle wieder etwas übernehmen können. Warten wir mal ab. Wir kommen der 9. Magikerrunde immer näher und können dann die Atromantin raushauen und das etwas wieder gut machen, was wir da so jetzt am Anfang versaut haben. Also das Deck kann auf jeden Fall wiederkommen. Eure Befehle? Okay, jetzt macht er eine Reihe voll. Das ist jetzt auch nicht so prickelnd. Na, die grausame Feuerblüte bringt uns da jetzt gerade eher weniger. Spielen wir die nochmal aus. Spielen dann noch den Eisstachel aus. Fügen noch ein bisschen Schaden zu. Die empfindet er natürlich als sehr gefährlich und wird sie dann eher loswerden wollen. Hier können wir nochmal Schaden zufügen. Können die noch einsetzen und dem hier Schaden zufügen. Ziehen nochmal eine Karte nach und fügen nochmal Schaden zu. Okay,
grausame Feuerblüte wäre jetzt fehl am Platz. Denn wir würden wahrscheinlich einen von denen hier treffen. Das wäre aber ziemlich egal. Nee, das nicht. Ich höre und gehorche. Willkommen in den Schatten. Ab in die Dusche. Und jetzt kann er wieder Karten nachziehen. Der Glückliche. Haut er die natürlich auch weg. Ich höre und gehorche. Jetzt wäre nochmal so ein Eissturm ganz cool. Ah, leider ist er nicht da. Leider nicht. Leider nicht. So, jetzt nutzen wir doch mal diesen Moment und spielen die Adamantin aus. Vielleicht hat er ja Sturmangriff. Regenerieren und der kriegt Sturmangriff. Sehr schade. Aber das ist jetzt für ihn natürlich sehr gefährlich. Und da wird er versuchen, die Kreaturen wegzuhauen. Denn wir haben hier noch eine auf der Hand, die dann für ihn den Tod bedeuten könnte. Falls die dann nochmal Sturmangriff bekommen. Jetzt kriegst du wieder Leben dazu. Sogar sehr viel Leben. Ist jetzt nicht so toll für uns. Okay, der geht mit allem rein. Hat scheinbar noch genug Karten. Braucht keine mehr. Wächter. Okay, da macht er wieder die Reihe voll. Kommen wir wieder raus. Die hat wenigstens Schutz, aber das ist cool. Und hier können wir wieder mehr Schaden machen, dadurch, dass die hier vorher schon auf dem Feld war. Da können wir austeilen, wie groß, wie so ein Maschinengewehr. Ja, das ist cool. Jetzt haben die alle hier Schutzzauber. Leider ist da kein Sturmangriff dabei. Das hätte mich jetzt gefreut. Okay. Akzeptieren wir es mal. Jetzt kann er sich wieder Leben holen, indem er die ganzen Kleinen opfert. Frage mich, ob er das macht. Okay, so macht er das. Jetzt an den ganzen Schutzzaubern vorbeizukommen, ist schwierig. Das Gute ist, wir können jetzt viele Kreaturen ausspielen und weiterhin gut Schaden machen. Soldat, Meldung! Eure Befehle? Diese Bäume geben mir Macht. Jetzt haut er alles raus, der ist verzweifelt. Jetzt haut er alles raus. Okay, spielen wir Überfallkommando. Ich überlege gerade, ob wir die hier noch zusätzlich spielen sollen. Ja, das wäre clever. Spielen wir die hier noch zusätzlich. Machen da nochmal Schaden. Spielen jetzt Überfallkommando. Amora stellt uns auf die Probe. Können ich hier gleich mal Schaden machen? Jetzt, jetzt ist es doof. Oh, das ist scheißegal. Ich lebe, um zu dienen.
Das ist gerade scheißegal. Gucken wir mal, ob wir Glück haben und tödlich haben. Haben wir leider nicht. Leider. Gehen wir hier nochmal raus. Einfach perfekt. Gehen wir hier nochmal raus. Dann hauen wir hier nochmal raus. Bam. Hat sich nichts verändert. Okay, hauen wir das raus. Okay. Angriff! Gehen wir die hier? Ziemlich verwirrend gewesen, Leute, was? Auch für mich? Ihr seht, auch wenn man den Anfang komplett verhaut, kann man trotzdem zurückkommen und die Sache irgendwie noch reißen. War auf jeden Fall witzig. War echt witzig, die Kombination vor allem mit dem Gegner. Da freue ich mich doch glatt mal aufs nächste Match. Stürmen wir doch mal rein. Starten wir doch mal ins Geschehen. Okay, die grausame Feuerblüte brauchen wir jetzt eben noch nicht. Der Rest passt eigentlich. Okay, und die Handwerkerin ist natürlich optimal für den Start. Vor allem, wenn wir sie in der zweiten Runde einsetzen, da ist sie noch so ein bisschen geschützt von der Schattenseite. Und dann können wir Überfallkommando spielen. Das wäre natürlich perfekt. Okay, deswegen pausieren wir die erste Runde. Und gucken mal, was wir dann so in den nächsten reißen. Okay, da kann nichts machen, das ist schon mal perfekt für uns. So, die spielen wir in der Schattenseite. Der dürfte jetzt nicht viel haben, um die loszuwerden. Dafür sind dann doch eher die Blauen prädestiniert. Mit ihren Feuerblitzen, mit denen die um sich herwerfen. Okay, das ist wiederum nicht mehr so toll. Aber wir buffen sie natürlich trotzdem. Bam, bam, bam. Also wir buffen sie mit dem Überfallkommando. Dann können wir da feuchtfröhlich reingehen und haben jetzt schon die Nordheißsporne mit auf der Hand, das ist schon mal super. Falls die noch überlebt, können wir dem Gegner schon mal Schaden zufügen und dann die königliche Weise spielen. Dann würde unsere Handwerkerin ein zufälliges Schlüsselwort bekommen. Schon mal eine optimale Vorbereitung. Vielleicht bekommt sie ja Schutz und dadurch wird sie natürlich noch schwerer aufzuhalten sein. Hoffen wir es mal. Okay, es scheint so, als könnte er nichts tun. Ich überlege gerade, ob wir jetzt mal einen Schlag lieber machen sollten. Wäre nämlich nicht schlecht, dann wäre die Karte gleich weg und die wäre gebufft. Vorher könnten wir schneller Schuss einsetzen. Wir könnten die uns aber auch aufsparen. Noch. Ja, die sparen wir uns noch auf. Zerstören die Karte, denn die kann doch ziemlich nervig werden. Buffen unsere Kreatur. Und können da direkt reingehen. Okay, da können wir dem Typen schon so ein bisschen ins Schwitzen bringen, auch nur mit einer Karte. Der Wald ist mein Mantel. Okay. Schön war's. Doch irgendwann musste es natürlich so enden. Okay. Wir könnten jetzt so eine lustige Kombination mit dem Ring des Mentos machen. Was jetzt aber noch, nicht so toll ist, ne? Wir haben ja noch gar nichts auf dem Board. Jetzt weniger drauf gekriegt. Die wäre jetzt noch nicht so toll.
gucken wir doch erstmal, was wir da so ziehen. Okay, der wäre aber sehr gut. Spielen wir dann den doch gleich mal aus. Weil wenn er hier angreift, würden wir zwei Nordheilsporne auf die Hand bekommen. Also nochmal von denen hier. Und könnten damit dann schon etwas mehr anfangen. Einer von denen könnte dann auch schon den Ring des Mentors fressen. Und dann hätten die anderen wenigstens schon mal Sturmangriff oder überhaupt ein Schlüsselwort. Die Schlacht wendet sich. Okay, der Gegner zieht erstmal zwei Karten. Der Glückliche. Okay, jetzt gibt es Möglichkeiten. Machen wir das erstmal so hier. Heute ist euer Todestag. Greifen an. Die Rune bricht zwar, vielleicht haben wir Glück. Ja, wir haben Glück. Jetzt spielen wir noch die königliche Weise. Wie ich sehe, benötigt ihr meine Weisheit. Jetzt hat der hier Schutzzauber, das ist perfekt, genau das wollte ich haben. Jetzt können wir den hier aufhalten. Und der wird da wahrscheinlich reingehen. Könnte ich mir gut vorstellen. Okay, das passt schon mal. Auch wenn das nur Nordheilsporne sind, ist die Optik für den Gegner natürlich schon ein bisschen beängstigend. Achso, den killt er, ganz klar, der will ja mehr Leben haben als wir. Das ist für das Deck sehr, sehr wichtig. So, jetzt denkt er, er bringt ihn in Sicherheit, das tut er aber nicht. Oder er will halt eben eine Karte ziehen, ganz klar. Den können wir aber ganz leicht mit dem Nordheilsporn auslöschen. Mich überlisten die nicht. Okay. Den hier könnten wir auslöschen und wir könnten die grausame Feuerblüte einsetzen. Jetzt haben wir aber sehr viele Möglichkeiten. Wir könnten auch den Ring des Mentors einsetzen und die zwei Nordheilsporne benutzen. Das fände ich sogar ein bisschen lustiger. Wir haben ja genug. So, jetzt können wir das Schlüsselwort von ihr auf alle anderen übertragen. Dann habt ihr das wenigstens schon mal gesehen. Und können hier feuchtfröhlich reingehen. Können unsere Rune auch gleich mal brechen, damit wir ein bisschen was nachziehen. Und gehen dann hier rein. Und hier rein. Und könnten jetzt entweder Überfallkommando oder den wilden Arschländer spielen. Wir spielen den wilden Arschländer, weil, falls wir die oberste Atromantin ziehen, dann können wir sie dann auch in der nächsten Runde direkt ausspielen, weil wir noch eine Magiker haben. Das wäre mir dann doch ein bisschen mehr wert. Okay, jetzt kann er sie auslöschen. Leider. Wenn ich falle, holt mich der Hist zu sich. Okay. Wie machen wir das jetzt? Okay, wir machen das erstmal so. Amora stellt uns auf die Probe. Greifen doch erstmal hier an. Jetzt würde ich schon gerne mal die Feuerblüte einsetzen. Setzen wir die doch mal
Wozu haben wir sie denn? Sag, Bedrohung. So, jetzt könnten wir auch mal die Atromantin ziehen. Das wäre ganz toll. Damit könnten wir dem nämlich den Gnadenstoß verpassen. So viele Nordheilsporne, wie wir haben, wäre es eine perfekte Kombination. Vielleicht haben wir ja Glück. Erhitzen wir mal die Gemüter. So, jetzt kann er die töten. Die ist schon scheinbar ein Dorn im Auge. Was sagt uns das? Er hat jetzt nicht sehr viele Möglichkeiten, einzelne Kreaturen auszulöschen. Das ist gut. Wir müssen standhaft bleiben. Alle Aktionen kosten 2 mehr. Das ist nicht so toll. Das ist wahrlich nicht so toll. Aber kann uns gerade so ein bisschen egal sein. Vielleicht auch nicht. Okay, das ist so eine Karte, die möchte ich eigentlich nicht haben. Wie viel Schaden haben wir denn? Wir haben 8, 9, 10, 11, 12. Wir haben 12 Schaden. Kommt, Leute, die werden wir ja wohl hinkriegen, oder? Los, komm, greif mich an. Los. Lass mich Karten ziehen. Ich töte euch an Ort und Stelle. Ein finsteres Omen für euch. Ich meine, im Notfall können wir den immer noch töten. Das sollte nicht das Problem sein. Aber jetzt haben wir nur Aktionskarten auf der Hand. Wenn ich falle, ein Königreich für eine Kreatur. Okay, so langsam. Also 12 dürfte eigentlich genau reichen, wenn er sich jetzt nicht irgendwie aufpumpt. Na? Dürfte genau reichen. Wir können nicht alles einsetzen, leider. Ah, scheiße. Das Doofe ist, er bekommt in der nächsten Runde dadurch Leben. Also hat er uns doch hier so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, wa? Du gehst mir auf den Sack, verpiss dich. Ja. Verpiss dich. So, gucken wir erstmal, was wir hier so ziehen. Der Merrick S. Aswala. Ed Aswala. Wir können unserem Nordheilsporn in der nächsten Runde ja ganz viele Waffen verpassen. Das wäre eigentlich schon cool. Machen wir das doch. Von daher. Ich möchte verhindern, dass er noch mehr Leben bekommt. Löschen wir die mal aus. So. So. Es reicht genau, um eine Rune von uns zu brechen. Und dann können wir in der nächsten Runde alle unsere Nordheilsporne mit dem Merrick S. Ed Aswala ausrüsten und gucken, was wir dadurch bekommen. Der macht uns hier natürlich auch mega Damage. Das dürften wir aber hinkriegen. Das dürften wir hinkriegen. Moment. Kombi as fuck. Combo as fuck. So. Zeit für den Kampf. Zeit für den Kampf. Zeit für den Kampf. Bei Standards Atem, wir sind bereit für die Schlacht. So, die kriegen erstmal. Schwule Scheiße kriegen die. Super. Die kriegen richtig schwule Scheiße. Was soll das? Da haben die voll den Rotz gekriegt. Ich fass es nicht. Da hat sich die eigene Stärke gar nicht verbessert. Wie viel Schaden machen wir denn da? 4. Das ist ja peinlich. Das reicht hier vorne und hinten nicht.
machen wir das halt so noch. Ob ihr das auch noch gesehen habt. So, Wächter, tödlich. Okay, dann gehen wir mal ins Gesicht. Ist doch gleich mal eine Rune dabei. Also, falls die es hier überleben, können wir wenigstens in der nächsten Runde noch Sachen machen. Machen wir das so. So. Der ist dann doch ein bisschen besser. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt uns in einer Runde platt macht. Deswegen können wir dann auch mal den Schlachtenvogt der Dämmerung endlich mal unsere Hauptkarte, die wir haben, einsetzen. In Kombination dann auch mit dem Blitz. Ich töte euch an Ort und Stelle. Ist alles kein Problem. Und die Atromantin haben wir auch. Da können wir quasi aussuchen, wie er sterben soll. Okay, er hat ein Schlüsselwort. Oh, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht, Leute. Das ist wirklich sehr schlecht. Aber ich denke, das kriegen wir noch hin. Löschen wir die doch mal alle aus. Und ich feuere den Blitz auf ihn. Auf den hier. Denn ich möchte die Kreatur mit der Atromantin paaren. Wie viel Schaden wir denn machen? 2, 2, 2, bla bla bla. Machen wir das doch so. Jetzt lassen wir uns mal überraschen, was da so kommt. Na, scheinbar hat er was. Scheinbar hat er was dagegen. Natürlich stehe ich auf eurer Seite. Okay. Ach, spielen wir sie doch mal aus. Jetzt macht er 2 Schaden ins Gesicht. Und wir haben nochmal mächtige Kreaturen auf dem Board. Ich bin zu allem bereit. Jetzt nochmal Schaden machen und hier nochmal reingehen können. Also es fehlen nur noch 4 Schaden. Leider fehlen bei ihm auch nur noch 4 Schaden. Also wenn er die hat, hat er natürlich gute Chancen. Falls wir jedoch trotzdem überleben, passiert gar nichts, denn wir sterben. Die Karte ist der Tod. Der Immerfort Vogt, der reißt das noch, Leute, der reißt das noch. Leider möchte er noch irgendwas auf der anderen Seite spielen, das ist da nicht so toll. Vielleicht ist es was Schwaches, dann können wir es mit dem Eissturm auslöschen. Nee, leider ist es nichts Schwaches. Das ist auch nicht toll. Oh, er ist tot. Tada. Das ist schon echt bitter, ne? Aber die 2 Stück sind halt schon echt praktisch. So. Das war jetzt nicht das beste Play, ganz klar. Ja, also ich habe jetzt mich auch nicht so krass konzentriert. Ich will euch ja einfach nur ein paar Kombinationen zeigen. Aber ihr seht, auch wenn man da jetzt nicht das krasseste Play hinlegt, ne, stundenlang überlegt, welchen Zug man macht, kann man trotzdem ganz gute Ergebnisse erzielen mit dem ganzen Quatsch.